Hallo und herzlich willkommen zu einer belesenen Folge der Webweinschule. Antike Medien sozusagen, Weinbücher und Weinzeitschriften. Welche Weinbücher braucht der Weinfan? Welche Weinzeitschriften gibt es? Also alles um das gedruckte Wort. Klassische Einstiegsfrage, welches Weinbuch hast du zuletzt gelesen? Boah, richtig durchgelesen? Boah, das muss Jahrhunderte her sein. Aber ich schaue schon regelmäßig mal in diesen Führereien den Weingourmet, wobei zugegebenermaßen eher in die Online-Variante. Ja, wir haben hier auch noch eine sehr alte gedruckte Variante, die haben wir noch irgendwo in der Ecke gefunden. Das ist Deutschlands führender Weinführer, wenn man überhaupt noch Weinführer braucht. Das ist die Frage. Vor 20 Jahren war ein Weinführer aus diesem Grund schon wichtig, weil dort alle Adressen und Telefonnummern der wichtigsten Weingüter gelistet waren. Und im Internetzeitalter hat sich das, glaube ich, ja, erübrigt. Und? Planst du dein Sortiment damit? Ja, klar, ich lasse andere meine Arbeit machen. Witzbold. Mein Laden, mein Sortiment, mein Gaumen und natürlich auch mein Netzwerk. Aber in der Tat schaue ich regelmäßig rein, weil viele meiner Kunden das Werk lesen und ich möchte schon wissen, was dort über meine Winzer geschrieben wird. Okay. Es gibt noch andere deutsche Weinführer hier. Oh ja, Eichelmann. Und Falstaff. Oh, das sind sogar relativ aktuelle Ausgaben. Relativ neu, ja. Aber wer sich wirklich noch einen gedruckten Weinführer zulegen will, dem empfehlen wir den Marktführer. Aber eigentlich hätten wir ja damit anfangen müssen. Wir sind bescheiden. Das ist das Weinbuch der Webweinschule, geschrieben von dem Mann hier neben mir. Jawohl, Weinschule 2.0. 2.0 haben wir das deswegen genannt, weil die Weinbücher, mit denen wir mal angefangen haben, hatten alle endlose Tabellen. Die erstens bei Drucklegung schon veraltet waren und zweitens eher so zum Auswendiglernen und Nachschlagen geeignet waren. Und das macht im Smartphone-Zeitalter natürlich keiner mehr. Exakt. Also wenn du heute irgendwas wissen willst, was du nicht eh auswendig weißt, dann bist du mit dem Smartphone schneller am Ziel, als du überhaupt das Buch aus dem Regal genommen hast. Ja, und deshalb hast du das weggelassen. Genau, ich habe das Buch so geschrieben, es ist eine Gebrauchsanweisung, das liest man, versteht man und dann wendet man das an. Da ist nichts drin, was man irgendwie nachschlagen oder auswendig lernen müsste. Und wer liest das? Diejenigen, die sagen, eure Videos kratzen mir zu sehr an der Oberfläche. Welches Buch hast du denn als letztes gelesen? Oh, ich habe es mitgebracht hier, Christian Göldenborg, Champagner, für 1 Euro bei Amazon gekauft und ist fast 20 Jahre alt. Und? Ja, hat mich zu unserem Buch inspiriert, weil es eine reine Lesegeschichte, sehr interessant, deswegen auch immer noch aktuell. Das liest du so durch, wendest du an und aktuelle Infos holst du dann halt aus dem Netz. Ja, da sind Bücher natürlich oft stärker, wenn man sich ein Spezialthema erschließen möchte, wie Champagner, Portwein oder Sherry oder andere Themen. Auch wenn man sich über Landkarten natürlich da rein lesen will. Da gibt es ein Standardwerk, genau. Das Weinatlas von Hugh Johnson und jetzt übernommen von Jancis Robinson. Genau, das ist zwar recht teuer, aber das kann man sich als Weinfan dann vielleicht mal als Standardwerk leisten. Ja, ist vielleicht das eine, ne? Das eine, was wir den Leuten empfehlen würden. Ja. Jancis Robinson hat noch ein anderes geschrieben. Das hier, das Oxford Wine Lexikon. Aber das ist sehr viel Geld für gedrucktes Wikipedia. Ja, in der Tat. Es gibt noch ein Standardwerk, das liegt bei dir da drüben, Wein und Speisen von Christina Fischer. Da sprachen wir aber in Folge 25 schon mal drüber. Also Fazit zum Thema Bücher. Man kann sich das Thema Wein ganz gut ohne Bücher erarbeiten, mit dem Internet, zum Beispiel mit der Webweinschule. Und wenn man Spezialthemen hat, ist es aber ganz sinnvoll, sich mal so ein Buch zu schnappen. Plus Führer. Vielleicht, wenn man Weinführer braucht. Wenn man dort steht. Klar. Kommen wir zu den Weinzeitschriften. Da gibt es 5 und eine ist ganz neu. Ja, das ist die neue Schluck, das anstößige Weinmagazin. Ist auch eine Geschichte über Anja drin. Und Felix hat eine geschrieben über unser Lieblingsthema Weinsprache. Also, große Überraschung, finden wir gelungen. Ja, es ist ein Versuch, ein etwas anderes Weinmagazin zu gestalten mit Texten, die für das Internet ein Tick zu lang wären. Aber sind wir ganz gelungen. Ja, und das ist die andere relativ neue, Enos. Die ist eigentlich auch so in die Richtung längere Lesegeschichten, kommt aber arg auf der Bildungsbürgerschiene daher. Wollen wir gar nicht drüber lästern, ist aber vielleicht eher für eine ältere Zielgruppe.
Und dann gibt es noch Zeitschriften wie Vinum und Falstaff, die immer mal gute und spannende Ausgaben herausbringen, aber auch arg deutlich machen, warum es Zeitschriften im Internetzeitalter so schwer haben. Ja, das ist dann wie die Zeitschrift von gestern, wie die Zeitung von gestern. Wenn die Trends oder Newcomer-Winzer durchkauen, über die das Internet schon seit 3 Monaten redet. Ja, und dann gibt es noch die Feinen. Oh ja, der Wein-Playboy. Das hast du gesagt. Na und? Aber es stimmt schon, denn der Fein wird oftmals über Weintastings berichtet, die teuersten Weine der Welt verkosten. Ja, das finde ich aber gar nicht so wild. Viel schlimmer finde ich so Stories wie, was trinken Sie zum Hummer, wenn Sie keinen Champagner reichen wollen? Oh, nicht in Rage reden. Nee, ich rede mich nicht in Rage, das ist völlig in Ordnung. Das sind Magazine für gut verdienende Arbeitslose, die muss es auch geben. Gut verdienende Arbeitslose, was sind das? Ich meine, du brauchst erstmal unheimlich viel Geld, um all das zu machen, was sie dir da so empfehlen. Ah ja, und dann brauchst du, okay, verstehe, so viel Zeit, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Okay, schöner Begriff. Ja, eben. Insofern ist alles gut. Okay, fein. Dann haben wir das Thema abgehandelt. Genau. Soweit zum Thema Zeitschriften und Bücher. Hinterlasst uns wie immer Kommentare auf unserer Seite, klickt uns. Abonnieren, liken und so weiter teilen, ihr kennt das. Nicht vergessen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Auf gut verdienende Arbeitslose. Das ist dein Traumjob, oder? Ja.